meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg auf Kroatien. Aber. Auf Kroatien. Aber wir müssen leider zuerst noch einen Schnelltest machen gehen, weil wir haben eigentlich einen PCR-Test gemacht und er ist immer noch nicht angekommen. Wir haben es für nichts gemacht. Es ist jetzt inzwischen schon fast 10 Uhr am Morgen und wir wollten eigentlich um 5 losfahren. Und eigentlich dürfen wir in Kroatien maximal um 6 Uhr einchecken. Und das wird jetzt ein bisschen ein Problem, weil wir werden es niemals schaffen. Ich habe jetzt der Frau geschrieben. Ja, keine Ahnung, wie das kommen wird. Hoffentlich geht's gut. Klappt alles. Pipapo. Pipapo. So, seht ihr hier, diesen Strich ist Österreich. Das heißt, diese Bäume gehören Österreich. Und wir werden in ein paar Minuten Österreich erreichen. Und dann gehen wir in Deutschland und dann wieder Österreich und dann in Slowenien. Und dann sind wir endlich in Kroatien. Und es sind ein paar Stunden später, es ist 3:30 und wir befinden uns in München. Ja, wir wollten hier ein bisschen die Stadt entdecken, aber es hat so viel Stau. Wir haben entschieden, einfach wieder zurück zur Autobahn zu gehen und weiter nach Kroatien. Weil wir haben schon genug Verspätung, wir werden etwa um 10 Uhr in der Nacht ankommen und darum, ja. Fast eine Stunde zum Stau. Eigentlich wollten wir zwischen 5 und 6 ankommen, aber ratet mal, was die Zeit ist, wurde 11 Uhr. Und das nur, wenn wir noch nicht weitere Verspätung bekommen werden. So Leute, es ist inzwischen dunkel draußen, darum nehme ich jetzt auf im Tunnel. Und ja, es ist jetzt 9 Uhr. Wir haben noch mehr als 3 Stunden. Ich schaue hier ein bisschen Fernsehen, weil mir langweilig ist. Und ja, bis später. So, wir sind jetzt endlich auf der Insel, die wir bleiben werden. Es ist leider dunkel und das nervt mich gerade, weil ich kann nichts sehen, außer ein paar Lichter. Aber es sieht jetzt schon nice aus. Sehen wir mal, was wir morgen so entdecken werden. Okay. Wir sind jetzt hier angekommen mit einem perfekten Blick. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber man sieht es wahrscheinlich nicht so gut. Ja, wir sind gleich am Strand. Und ja, wir haben es jetzt geschafft. Und hiermit verabschieden wir uns. Ja, es ist jetzt inzwischen fast 1 Uhr morgens und ja, wir haben es geschafft, Leute. Ja. Yeah. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Also, wir sind jetzt vor 2 Minuten aufgewacht und wir wollen die Aussicht sehen von unserem Balkon, weil wir haben sie noch nicht gesehen, weil es war ja dunkel. Und wir werden euch jetzt unsere Reaktion zeigen. Oh, wow. Wow. Geil. I like that. Wunderschön. Das Wasser ist klar. Klar, klar. Ich hab nur die klar. So Leute, wir haben jetzt eingecheckt, weil gestern war es viel zu spät dafür. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu irgendeinem Strand und ja, das ist hier ein bisschen die Landschaft und das ist auch Landschaft. Ja, bis später. Hallo Leute. Touristen. Na ja, du. So, wir sind jetzt ein bisschen angehalten, um diese wunderschöne Schafe anzusehen. Wir sind ein bisschen am Arsch von der Welt. Aber es passt schon, ne? Ist doch wunderschön. Ja.
Also wir waren jetzt hier und wollten da hoch, aber leider ist es geschlossen. Und ja, dazu wir fahren jetzt zurück und schauen, ob wir etwas Besseres finden. Genau, das machen wir. Wir sind jetzt hier ein paar Steine am Anschauen. Hier hat es auch so ganz, ganz kleine Muscheln. Wie zum Beispiel diese da. Und sowas. Ja, das ist jetzt hässlich. Nicht für meine Auswahl geeignet. Das ist ein Film über Filme. Hallo zusammen. Steine, Strand, Kroatien halt, oder? Nee, wir sind in New Africa. Ach so. So ist das also. Es ist eine Klippe, aber es ist doch keine Klippe. Ja. All around me are familiar faces. Das wäre schon depressiv. Wir versuchen gerade ins Zentrum von Kirk zu kommen. Und ja, dort wollen wir dann etwas essen und dann vielleicht ein Quad mieten und auf eine Nebeninsel zu gehen. So, wir haben jetzt ein Quad gemietet. Das ist meine Freundin. Sie versucht gerade jetzt den Quad zu kehren. Mal gucken, ob sie es schafft. Ich muss jetzt auf ein bisschen Abstand achten. Das überfährt sie mich nicht. Was sagst du? Komm, steig ein! Let's go, huh? So, also ich bin jetzt einfach irgendwo hingefahren, haben es jetzt hier parkiert und wir sind eigentlich mitten in einem Wald und da hinten ist schon das Meer zu sehen und da laufen wir jetzt mal hin und mal schauen, was wir so alles von dort sehen können. Also wir haben es jetzt ein bisschen langweilig gefunden, weil wir sehen einfach nur ein paar Häuser auf der anderen Seite des Wassers, weil es ist so halt so U-mäßig. Und jetzt suchen wir einen neuen Ort und hoffentlich haben wir von dort aus eine Aussicht ins Weite. Das ist Marianne, die ist gerade ernst. Todesblick ist da. So, es ist ein neuer Tag. Ich habe heute besser geschlafen. Und ich habe eine tolle Frisur. Nein, also ich habe jetzt nur diese Frisur gemacht, weil ich benutze jetzt so etwas gegen Pickel, weil man sieht, ich habe Pickel. Und mein Pony kann ich leider nicht mit den anderen Haaren zusammenbinden. Und darum sehe ich jetzt aus wie eine Palme oder wie ein Baby. Und er macht die Maske jetzt auch. Nehme ich nicht auf. Oh doch. Jetzt können wir ein bisschen warten, bis es eingewirkt ist. Draußen ist ein komisches Wetter, denn es stürmt ein bisschen. Also es hat viel Wind.
aber die Sonne scheint. Bis gerade eben hat sie nicht geschienen. Aber ja, ist doch toll, dass sie wieder da ist, ne? Das ist das Meer von Italien. Italien, Kroatien. Mein Pony geht hin, wo er will. Und du gehst hin, wo du willst. Wo willst du hin? Zu den Wellen. Okay. Wir wollten hier eigentlich etwas essen, aber jetzt haben wir uns entschieden, etwas zu kaufen, um dann zu Hause zu kochen. Weil das mehr Spaß macht. Wir gehen jetzt etwas kaufen. Hier ist Meer. Da ist Boot. Da bin ich, da bist du. Das war Deutsch mit Medi. Mehr dazu später. So, wir sind jetzt hier bei diesem Markt. Wir werden jetzt etwas zum Essen kaufen. Wenn es überhaupt geht, weil wir haben keine Kuna mehr und Euros sind wahrscheinlich hier nicht zugelassen. Wir haben noch 10 Kuna, aber das ist, soweit ich weiß, gar nichts. Vielleicht 1 Euro, 2 oder so. 10 Kuna sind 1,30 Euro. Aber ich war's der Richtige ab. Bingo! Der Vlog ist jetzt momentan 20 Minuten lang und das heißt, ich werde den Vlog in 2 Teilen hochladen und darum ist das jetzt einfach hineingeschnitten im ersten Teil, weil sonst checkt niemand was und darum ja, tschüss!